Die meisten von uns haben einen und jeder braucht einen. Wer nur keinen hat, schaut da noch aus. Einen zu finden ist nicht leicht, denn viele stellen sich leider erst viel zu spät das Falsche heraus. Wenn man einen hat, ist man zwar froh, doch leider schätzt man das nicht so, weil es doch selbstverständlich ist, dass man ständig auf ihn zählt, dass er dir hilft, wenn dir was fehlt und dass er nie auf dich vergisst. Er ist immer für dich da und steht mit Rat und Tat zu dir. Er nimmt sich stets Zeit für dich, aber meistens kriegt er nie einen Dank dafür. Drum sollte man einmal Dankchen sagen für all die Mühe, die er sich geben hat, dafür, dass er zugegen war, wenn die anderen sich verdruckt oder grad nicht wollen haben, weil so ein wirklich guter Freund, der ist viel wert und unbezahlbar. Denn wenn der dich einmal verlässt, dann bist du arm dran, weil dann hast wirklich viel verloren. Die guten Freunde machen viel aus, doch leider stellt sich oft heraus, dass man nicht immer auf sie zählen kann. Solang's dir gut geht, seien sie da, doch bis am Sand, dann hauen sie ab und kommen erst, wenn's die da fangst. Wenn sie was brauchen, dann bist recht, doch brauchst du sie, dann geht es schlecht, weil sie grad irgendetwas vorhaben. Wenn's Langweil hat, denken sie an die und zahn die überall mit hin, weil sie sonst keinen gefunden haben. Nur auf einen wirklich guten Freund kann man das ganze Jahr lang zählen. Und stell dir vor, er ist nicht mehr und keiner hilft dir wie bisher. Erst dann wird er da fehlen. Drum sollt man einmal Dankchen sagen für all die Mühe, die er sich gegeben hat, dafür, dass er zugegen war, wenn die anderen sich verdrückt oder grad nicht wollen haben. Weil so ein wirklich guter Freund, der ist viel wert und unbezahlbar. Denn wenn der dich einmal verlässt, dann bist du dran, weil dann